Ja, hallo, grüß euch. Heute ist der große Tag gekommen. Wir nehmen unser Virus-Tune-Up Teil 2 in Angriff und ich bin schon vorbeigefahren da jetzt beim Suzuki Bogoli. Er hat sich schon im Hof stehen. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Also kommt mit rein. Da bin ich ganz gespannt jetzt, wie die ausschaut. Bist du wahnsinnig? Unglaublich steht sie da. Boah, als erstes die Lackierung, ich meine, das ist ja ganz gewaltig geworden. Also dieses Blau-Metallic haben es richtig gut hinbracht, die Burschen. Also ich finde einerseits, das passt wirklich vom Farbton, von der Farbgebung her gut zu diesen türkisblau, hellblauen Leittech-Teilen, aber auch dann an den dunklen Stellen passt es wiederum zur Gabel. Kameramann, komm nochmal ran, ich meine, diesen Metallic-Effekt, das musst du mal einfangen, versuchen. Also ich schaue, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Ja. Also das schaut in allen Facetten einfach richtig geil aus und zusammen mit dieser Suzuki-Schriftzugfolierung und diesen rot-weißen Akzenten ist, finde ich, ein optischer Hammerpaket geworden und dann, ja, gewaltigen Beitrag zu dieser Optik leisten natürlich auch diese Carbon-Teile von Illenberger, die wir dran haben. Also das ist natürlich einerseits immer eine wunderschöne Optik-Sache, aber andererseits auch eine tolle Schutzwirkung, die Motordeckel, die Rahmenverkleidung. Na, bin ich ganz begeistert. Und natürlich ein Wahnsinn, die ThyssenKrupp Carbon-Felgen. Da bin ich schon richtig gespannt, wie sich das dann im Fahrbetrieb schlägt auf der Rennstrecke, auf der Landstraße, die sie in der Straßen zugelassen. Das ist echt ein Traum. Also die steht richtig gut da. Unglaublich, die Leittechteile, dieser Hebelschützer hier oben, auch in Carbon. Na, das ist echt, habe Freude damit, ist wirklich gut geworden. Na, da kann ich es kaum erwarten, meine Hüften in den Sattel zu schwingen und da erst die ersten Kilometer auf der Landstraße zu drehen. So, jetzt haben wir den Chef gekrallt. Servus Peter, wir sind wieder zu Gast. Servus bei dir. Servus. Grüß dich. Du, Peter, ist natürlich ein Traum. Jetzt bin ich da vorher schon ums Eck gebogen und habe stehen gesehen heraußen vor deinem Geschäft. Sie schaut richtig gut aus. Diese blaue Lackierung ist extrem gelungen, finde ich. Lackieren haben wir schon im Teil 1 angesprochen. Ein bisschen tust ja du quasi nicht in-house, aber gleich 100 Meter daneben, da hast du eine Partnerwerkstätte, die das für dich erledigt, oder? Genau, das ist die Firma Rossmann, das ist unser Nachbar, mit dem verstehen wir uns sehr gut. Und der macht auch eine hervorragende Arbeit. Da bin ich sehr glücklich und zufrieden, dass das so in Nachbarschaft passieren kann, weil ja, sowas immer blöd, man muss zerlegen und dann ich weiß nicht wohin führen und wieder zurückholen und so. Und das funktioniert sehr gut mit der Firma Rossmann. Und das nächste, was natürlich gleich ins Auge spricht, ist diese Folierung. Wir haben natürlich diesen großen Suzuki-Schriftzug draufgeben lassen im ja, MotoGP-Stil, auch mit diesen Linien, die hier drauf sind. Das ist auch ein bisschen das, was man aus der MotoGP-Lackierung oder Folierung kennt. Aber das Folieren ist ja was du schon in-house machst und wo du eine gewisse Passion dafür hast und wo du auch, glaube ich, viel folierst, oder? Ja, da machen wir einiges. Ich bekomme, so wie in eurem Fall auch, vom Kunden einen Vorschlag, wie er das in etwa haben will. Dann müssen wir schauen, wie kann man das dann technisch umsetzen, weil wie man sich es vorstellt und dann tatsächlich möglich ist, sind oft zwei verschiedene Paar Schuhe. In dem Fall werden die Sachen lackiert, wieder alles auf das Fahrzeug draufgebaut. Dann werden die Aufkleber aufgebracht, damit die alle in der richtigen Position sind. Und dann wird alles halt wieder zerlegt und wieder in die Lackiererei gebracht, weil ja die Aufkleber unter Klarlack sein sollen, dass sich da nichts auflöst und dass, wenn man mit dem Bein reibt und so weiter, dass sich da nichts durchscheuert. Okay, na, das spricht natürlich auch für eine gewisse Qualität. Und ich meine, wenn wir da jetzt weiter schauen, die optischen Dinge, die du noch dran gebaut hast, das ist natürlich sehr viel Carbon jetzt dazugekommen. Carbon haben wir bestellt von zwei Partnern. Einerseits von der Firma Illenberger, die ganzen Verkleidungsteile, Rahmenschützer und dann von ThyssenKrupp die Carbon-Felgen. Also jetzt muss ich sagen, bei mir ist es Carbon immer so eine Sache. Erstens, es schaut natürlich optisch sehr, sehr fein aus, aber zweitens, ja, ich sehe halt doch wirklich diese Schutzwirkung auch im Vordergrund. Wir wollen ja mit dem Bike auch auf der Rennstrecke ein bisschen Gas geben und ich denke mal, so Rahmenschützer, Motorschützer, das ist schon wirklich ein gutes Backup, wenn man einen leichten Rutscher hat, einen Lowsider, bei einem Highsider ist meistens eh alles gefällt, aber ein Lowsider, der ein bisschen in den Kies hinauskommt, dann kann da schon, glaube ich, weniger passieren. Wie ist denn deine Erfahrung da damit? Unterstreichst du das, was ich da sage, oder ist das ein Blödsinn? Nein, absolut, da hast du schon recht. Hat schon Sinn, oder? Also, das Carbon ist nicht nur fürs Auge sehr schön, sondern gerade so wie hier bei diesem Motordeckel,
das ist 2-3 mm dick gebacken, richtig hart und sehr abriebfest. Mhm. Und wenn das Motorrad jetzt dahin rutscht am Asphalt, dann wird zuerst einmal diese Carbonschicht weggeschliffen, bevor es durch das Aluminium geht. Und dann ist sehr oft so, dass nur dieser Deckel kaputt ist. Ja. Also das ist Carbonteil und das tauscht man aus und fertig. Ne? Und detto beim Rahmen, da ist es dann oft noch schwieriger, wenn der beschädigt ist. Kostet viel Geld und ist eine Schweinearbeit, den zu tauschen. Und dann ist halt nur dieses Carbonteil kaputt, das tausche ich aus und fertig. Ne? Ja. Na, ist auch meine Erfahrung und absolut sinnvoll. Und nicht zuletzt ist es natürlich auch ein bisschen ein Gewichtsersparnis immer, wenn es jetzt gerade zum Beispiel keine Abdeckung ist, die halt zusätzlich draufkommt. Aber den Kotflügel, also ich habe den, wie er quasi noch nackt war, nicht verbaut war, mal in der Hand gehabt. Ich meine, das hat ja quasi kein Gewicht. Das ist schon unglaublich, immer wieder diese Carbonteile in die Hand zu nehmen oder diese Tankhaube hier. Das ist halt echt, glaube ich, gewichtstechnisch auch ein interessantes Thema. Wären in Summe, ich weiß nicht, kannst du schätzen, was wird da vielleicht jetzt runtergekommen sein mit diesen Carbonteilen? Halber Kilo, Kilo vielleicht mehr wird es eh nicht sein, oder? So in etwa, ja. Es sind jetzt nicht so viele Verkleidungsteile, aber man kann da circa davon ausgehen, dass das die Hälfte wiegt. Klar sind diese Teile jetzt nicht schwer, ja, aber bei diesen Supersportlern ist es heutzutage schon schwer, irgendwo Gewicht zu sparen oder zu finden. Und mit diesen Teilen ist das natürlich dann noch sehr gut möglich. Ja, und du hast natürlich jetzt einen großen Vorteil mir gegenüber. Du bist es auch schon gefahren. Mit der kompletten Konfiguration und mit den Carbonfelgen von ThyssenKrupp. Jetzt bist ja du einer, der eh schon immer fleißig Gas gibt, auch viele Rennmotorräder, die mit Carbonfelgen von anderen Herstellern auch schon gefahren ist. Aber jetzt in dem Fall, wie ist es dir vorgekommen? Was waren deine ersten Eindrücke von den Ausfahrten mit der Virus? Ja. Carbonfelgen sind natürlich viel, viel leichter als Aluminiumfelgen und gerade außen ja, am Felgenbett, am großen Durchmesser, wo die Kreiselkräfte zum Tragen kommen, ist das Material viel, viel weniger und viel leichter. Und daher diese Trägheit, jetzt, wenn du von links auf rechts, also diese Wechsel machst, geht das viel leichter und viel schneller von der Hand. Man muss am Anfang sogar richtig aufpassen. Man kann nicht so fahren, wie man es gewohnt ist, sonst liegt man innen in der Kurve. aber es ist auch ein Sicherheitsfaktor, weil ich halt, ich schätze mal, auf halber Strecke ein Ausweichmanöver machen kann. Ja. Und da, finde ich, spricht das dann schon auch dafür, für die Sicherheit. Absolut. Und das Schöne an diesen ThyssenKrupp Carbonfelgen ist ja, dass sie auch eine Straßenzulassung besitzen. Das heißt, die kann man auch völlig legal im Straßenverkehr fahren. Aber wo wir dann, liebe Zuseher, näher auf das Thema Carbonfelgen noch eingehen werden, ist natürlich beim Rennstreckenfahren, das jetzt auch im Teil 2 ansteht, wo wir natürlich uns ein bisschen Gedanken machen, zwecks Fahrwerksabstimmung, Bremserei, wie funktioniert das, Ergonomie, den letzten Feinschliff betreiben. Also da heißt unbedingt dranbleiben, da gehen wir auf jeden Fall noch näher drauf ein. Aber in jedem Fall, ich hatte schon mehrfach die Gelegenheit, diese ThyssenKrupp Carbonräder zu fahren, auf der Rennstrecke, auf der Landstraße bei unserem Trip zur Isle of Man. Und es ist für mich immer wieder ein Aha-Erlebnis, wenn man es nicht regelmäßig fährt und nicht so gewohnt ist. Also es ist schon wirklich eine tolle Sache. Peter, jetzt gehe ich zuletzt passend zu den Felgen noch auf was anderes ein. Kameramann, ich hoffe, du bekommst das ins Bild, wenn wir uns da jetzt ein bisschen nach vorne bewegen. Wir haben da jetzt auch drauf eine neue Art von Bremsscheiben von Motomaster. Das ist was ganz Dickes, die haben 6 mm, ist ein ganz neues Produkt und voll gefloatet. Das heißt, so wie man das halt von der Racing-Ware kennt. Peter, ich weiß nicht, magst du ein bisschen was dazu sagen? Anbautechnisch, glaube ich, Motomaster qualitativ eh nie ein Problem, aber vielleicht hast du noch ein paar Worte auch dazu. Ja, also mir ist es auch aufgefallen, dass die Bremsscheiben sehr, sehr dick sind. Wie sich das dann auswirkt beim Fahren, das kann ich da jetzt so nicht sagen, weil bei mir die Möglichkeiten des Bremsen und so eher nicht gegeben sind. Auf der Gasse auf und ab war es nicht so, gell? Nein, da kann man das nicht testen, aber es macht einen sehr guten Eindruck und ich denke, das wird sich dann auf der Rennstrecke zeigen, dass das sehr stabil und anständig gebaut ist. Wunderbar. Super. Peter, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Hilfe, für deine Expertise. Ich meine, du hast ja da jetzt wirklich wie viele Arbeitsstunden in Summe ungefähr investiert? Kann man das abschließend sagen? Circa? An die 30 Stunden sind es, die wir da verbraucht haben. Also da ist schon mächtig Zeit und Liebe und handwerkliches Geschick auch hineingeronnen, denke ich mal. Aber was sagt ihr, lieber User? Ich meine, das ist schon ein richtig geiles Bike geworden. Steht ganz, ganz edel da, meiner Meinung nach. Lasst uns wissen in den Kommentaren, so dieser erste Eindruck, wie es euch gefällt. Und ja, Peter, in diesem Sinne jetzt vielen Dank gleich einmal vorweg. Danke. Und für euch, liebe User, geht es jetzt dann weiter mit den ersten Tests auf Rennstrecke und Landstraße. Da werden wir noch ganz viele Eindrücke sammeln und euch natürlich auch weitergeben. Ja,
liebe Zuseher, heute ist es soweit. Der große Tag ist gekommen. Ich kann mit der Virus das erste Mal so wirklich in der Praxis Gas geben. Und da haben wir natürlich gleich unsere 1000 Best Track Days ausgesucht. Jetzt im September bei wirklich herrlichem Wetter, muss man sagen, am ungarischen Pannonia-Ring habe ich die Gelegenheit gefunden, die erste richtige Ausfahrt, so diese Probe aufs Exempel zu machen, quasi mit der neuen Virus, mit dem Umbau, alles komplett. Ihr habt es ja schon gesehen beim Motorrad Bogoli, was wir alles jetzt noch dran gebaut haben. Allen voran natürlich diese wunderschöne Lackierung, die Carbon-Teile, aber natürlich auch die Carbon-Felgen. Und auf die gehen wir dann gleich noch etwas genauer ein. Zum einen muss ich jetzt aber gleich vorweg einmal sagen, ich habe mir auch wirklich Zeit genommen. Ich bin gestern schon ein bisschen gefahren und habe das Motorrad mal an meine Bedürfnisse angepasst. Das heißt, ich habe den Lenker mal ein bisschen weiter noch zu mir hergeneigt, dass ich ein bisschen eine tiefere Position kriege und nicht so dieses landstraßentechnische aufrechte Sitzgehabe drauf habe. Ich habe mir die Hebeleine mal perfekt eingestellt. Ich habe mit der Fußrastenanordnung, also das ist ja was ganz Tolles bei diesen Leitechrasten, das ist ja erstens einmal extrem passgenau und hochwertig gearbeitet, aber man kann es natürlich auch sehr fein und individuell justieren und ich habe mir da wirklich Zeit genommen und habe, wie gesagt, alles auf mich, auf meine Bedürfnisse und vor allem auf das Rennstreckenfahren hier angepasst. Es ist natürlich jetzt allgemein eine sehr sportliche Sitzposition drauf. Ich zeige euch das mal kurz anhand des Kniewinkels. Also das ist schon relativ spitz, aber wie gesagt, jetzt für die Rennstrecke taugt mir das absolut und ich werde auch versuchen, vielleicht mir in weiterer Folge dann sogar noch die Sitzbank etwas aufpolstern zu lassen mit SW Seats, also die Tochterfirma von SW Motech, haben wir da auch einen super Partner zur Hand und denen werde ich das jetzt über den Winter dann schicken, sodass wir die dann noch eine harte Schaumstofflage draufgeben. Einen bis ja, 2 Zentimeter maximal vielleicht noch nach oben, dass man auch ein bisschen mehr Druck noch auf die Front bekommt und dann sollte das passen. Und wirklich gepasst hat auch dann das Fahren, nachdem man sich ein bisschen eingegroovt hat auf das Fahrzeug. Es ist natürlich schon so, mit diesem breiten Lenker hat es jetzt mit diesem Supersport-Handling, mit diesem, wie soll ich sagen, sehr stabilen, fast trägen Fahrverhalten natürlich gar nichts mehr zu tun. Mit diesem breiten Lenker wirft man das Fahrzeug natürlich jetzt ganz, ganz spielerisch und intuitiv in die Radien. Und was natürlich auch nochmal verstärkend hinzukommt zu dieser hyperagilen Fahrweise oder Fahrgehabe, muss man jetzt sagen, sind natürlich diese Carbonfelgen. Also mit diesen Carbonfelgen von ThyssenKrupp hat man natürlich einerseits den Vorteil, dass das mächtig aussieht. Also im Fahrerlager gestern und heute sind schon die Leute hergekommen und die werden natürlich darauf aufmerksam und die schauen dann und fragen und sagen auch natürlich, ThyssenKrupp kenne ich vielleicht nur von Aufzügen oder der Stahlverarbeitung und die sind dann ganz begeistert, wenn man denen ein bisschen erklärt, dass die jetzt auch wirklich im professionellen Stil und sogar mit Straßenzulassung Carbonfelgen machen. Aber das eigentliche Aha-Erlebnis oder das Wow-Erlebnis für mich war das Handling. Ich bin sie mit den normalen Felgen auch auf der Straße, unerlaubterweise muss ich ehrlich gestehen, schon gefahren. Wir haben ja noch keine TÜV-Abnahme bzw. keine Eintragung aller Teile vornehmen lassen. Aber ich war einfach so neugierig, jetzt habe ich da ein paar Kilometer mal versucht mit den normalen Aluminiumfelgen zu fahren. Und dann jetzt eben der Umstieg auf die Carbonfelgen und das ist schon wie Tag und Nacht. Also man merkt, es ist beim Beschleunigen, beim Bremsen, aber vor allem natürlich in den Kurven ein ganz anderes Fahrverhalten. Und es kippt extrem willig in den Radius. Man ist fast am Tick immer zu eng, zu nah am Körb mit der Linie. Und da muss man sich ein bisschen eingrooven auch drauf. Und was man natürlich auch machen muss, ist das Fahrwerk ein bisschen anpassen. Es ist ja so, dass diese Virus, vor allem ja, weil es halt auf Basis der G6R 1000R aufgebaut ist, ein absolutes Top-Fahrwerk drinnen hat. Showa Balance Free Federelemente vorne und hinten. Und mit denen kann man natürlich sich da total austoben. Wobei ich sagen muss, ich bin natürlich schon experimentierfreudig, aber nicht so wirklich der Experte. Ich probiere halt ein bisschen herum, aber so richtig happy bin ich noch nicht. Es ist mir noch ein Tick zu unruhig. Aber ich denke mal, da werde ich noch einen Besuch bei Martin Bauer einbauen, damit man der das dann so, ja, richtet, dass es dann auch wirklich passt und damit ich auch schnell bin damit. Jetzt ist es mal, wie gesagt, eher ein Herantasten, ein Warmwerden mit dem Gerät und ansonsten bin ich extrem happy damit. Wir haben auch ein bisschen umgebaut noch vom letzten Mal. Leitex-Spiegel habe ich jetzt oben drauf gegeben. Beim ersten Video, das ihr vielleicht gesehen habt, waren auf der Seite noch die runden Rhizoma-Spiegel drauf. Die haben mir dann nicht so wirklich gefallen. Dieses Runde war mir zu brav. Und Leitech hat auch super Spiegel im Sortiment, die toll gefertigt sind, die also eine scharfe und geile Optik, muss man sagen, haben. Ebenfalls von Leitech dann der Handguard oder Leverguard aus Carbon mit dem hübschen Farbakzent drauf. Also auch das hier für die Rennstrecke natürlich Pflichtprogramm, dass man bei ungewolltem Feindkontakt da einfach nicht die Bremse zieht und dass man dann im schlimmsten Fall auch absteigt.
Ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Die Leitigteile haben wir schon alle angesprochen. Also was im Fahrerlager auch extrem gut ankommt, muss ich sagen, die Carbonteile. Das haben wir von Illenberger. Und da muss ich sagen, die letzten Jahre hat es echt nie Probleme gegeben. Die Passgenauigkeit ist top und ich habe diese Carbonteile ja hauptsächlich wegen der Schutzwirkung drauf, weil ich halt echt möchte, wenn das Ding mal unabsichtlich in den Kies ausreitet, dass man da nichts grob und nachhaltig beschädigt, wie zum Beispiel den Rahmen, die Schwinge oder diese Seitendeckeln am Motor. Und mit diesen Carbonteilen, das schaut natürlich einerseits verdammt fesch aus, hat nicht viel Gewicht, aber trotzdem eine tolle Schutzwirkung. Und von daher kann ich das für einen Rennstreckenbetrieb empfehlen. Vorne haben wir ja auch noch den Kotflügel aus Carbon drauf vom Illenberger. Der spart extrem viel Gewicht, also der ist echt unglaublich leicht, wenn man den mal in die Hand nimmt. Und auch mit den Carbonfelgen, die ich ja vorher schon ausführlich angesprochen habe, spart man so circa ein Drittel an Gewicht im Hinblick auf das Serienrad, auf den Serienradsatz. Und hat aber natürlich den Vorteil, dass außen quasi das Felgenbett, der Felgenring außen, dass dort viel weniger Masse ist und dass dadurch natürlich die Masse, die außen liegt, ist natürlich immer die ausschlaggebend ist, dass ich dadurch eben dieses agile Handling erziele. Eine Sache, auf die wir noch nicht eingegangen sind, was aber auch ganz wichtig ist, ist natürlich die Bremsperformance. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Zum einen habe ich da mal aus der Superbike WM die Motomaster Scheiben, die voll schwimmend quasi gelagert sind, mit 10 so Floatern und die haben eine 6 mm Stärke. Das heißt, eine normale Bremsscheibe von Straßenmotorrad hat so 4,5 mm Stärke, eine normale Racing-Scheibe unter Anführungszeichen hat ca. 5,5 und beim Motomaster, die haben da echt wirklich massive Dinger drauf. 6 mm ist natürlich ultra stabil, was einerseits die Materialstabilität im Allgemeinen anbelangt, andererseits dann aber auch natürlich die Temperaturresistenz. Und die Bremsperformance wird natürlich auch super unterstützt von den Stahlflexleitungen von Hell, die da drauf sind. Das heißt, wir haben wirklich einen schön konstanten Druckpunkt, der auch nach, ja, sag ich mal, 10 Runden immer noch super knackig bleibt und nicht wandert. Also die Umrüstung auf Stahlflex, die kann ich echt empfehlen. Das hat sich in unserem Fall wirklich ausgezahlt. Und natürlich die HC3 Bremspumpe von Magura obendrauf. Damit ist dieses Bremspaket wirklich komplett und auf Top-Niveau. Und da muss ich sagen, das macht einfach nur Spaß und das passt. Ja, an Sachen Performance haben wir jetzt, glaube ich, eh das meiste erwähnt. Der Agrapovic natürlich auch wunderbar in Carbon hier mit drinnen. Die Virus Carbonara könnte man sagen, im Kompletten, so wie sie da steht. Lackierung extrem gelungen, ich werde extrem oft auch darauf angesprochen, also es kommt wirklich gut an, so wie es scheint und ich hoffe, liebe Leute, auch ihr findet sie hübsch, hinterlasst mir dazu ein paar Kommentare gerne oder wenn ihr auch noch Verbesserungsvorschläge habt, Tuning-Vorschläge habt, da bin ich natürlich auch offen dafür und ja, in diesem Sinne sind wir mit dieser Virus fürs erste Mal zu einem richtig geilen Komplettpaket gekommen. Ich habe eine mächtige Freude damit. Wie gesagt, den Besuch bei Martin Bauer, den werde ich noch einbauen, damit wir das Fahrwerk auch noch auf ein adäquates Setup bringen. Und dann ist das eigentlich ein Mördereisen. Gestern habe ich auch mit Zonko schon einen Vergleich gemacht. Die Aprilia Tuono, quasi der Regent unter den aktuellen Power Naked Bikes, ist ja quasi die Speerspitze von dem, was so am Markt aktuell verfügbar ist. Die haben wir verglichen mit der Virus eben, also das ist auch ein separates Video, das könnt ihr euch auch noch reinziehen, ganz ein spannender Vergleich. Wenn auch, muss ich sagen, der jetzt nicht zugunsten von der Virus ausgegangen ist, vor allem im Hinblick natürlich darauf, dass die Tuono im absoluten Serientrim da quasi vorhanden war als Testgerät, also die hat schon eine beeindruckende Performance auch abgeliefert. Aber wie gesagt, spannendes Video, könnt ihr euch auch reinziehen. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen, vor allem für die Schweizer Zuschauer, auch ein bisschen Inspiration mit reinbringen. Dort gibt es die Virus ja als Kleinserie für jedermann zu kaufen. Also liebe Schweizer, wenn ihr da jetzt ein bisschen Tuning-Teile gefunden habt, die euch taugen, alles, was da verbaut ist, kann ich echt besten Gewissens empfehlen. Macht richtig Spaß, sieht richtig geil aus. Ja, eine Sache, die ich natürlich auch noch ansprechen muss, ist die Bereifung. Die hätte ich jetzt beinahe vergessen. Da ist nämlich oben der ganz neue Rosso Corsa 2 von Pirelli. Das ist ja quasi dieses Hypersport-Modell, das 2019 um dieses Produkt hier erweitert worden ist. Und da muss ich echt auch sagen, super Reifen, tolle Performance. Das Abrieb-Bild ist wunderschön. Da muss ich jetzt, echt meine Hand dafür ins Feuer legen und sagen, für einen Straßenreifen ist das auf ganz, ganz hohem Niveau, was der hier bietet, schon die letzten 1,5 Tage im Sattel der Virus. Und den Reifendruck, den habe ich natürlich angepasst auf die Empfehlung vom Zweirad-Profi Bauer hin, den habe ich abgesenkt, vorne auf 2,0 bar, hinten auf 1,9 im kalten Zustand jeweils gemessen. Und damit bin ich jetzt super durchgekommen, also auch Daumen hoch dafür, der hat mir richtig getaugt.
Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt bei euch. Lasst mal einen Daumen hoch da, ein nettes Kommentar da. Da freue ich mich immer sehr. Jetzt habe ich, glaube ich, dreimal da gesagt, aber ich freue mich einfach. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und jetzt, liebe Leute, schmeiße ich mich wieder auf die Strecke, gebe Gas, habt noch einen schönen Tag da und verabschiede mich. Ciao, führt euch. Ja, im Zuge unseres Virus-Tune-Ups habe ich jetzt schon angekündigt, dass man nach dem Ausflug auf den Pannonia-Ring beim Fahrwerk noch ein bisschen was machen muss. Jetzt bin ich da bei Martin. Servus Martin, unser Experte in Sachen Fahrwerk und Performance. Da hat mich der Weg wieder zu dir geführt natürlich. Jetzt ist es so, die haben wir schon aufgebockt bei dir auf der Hebebühne. Du bist vorher auch schon ein Stückchen damit gefahren. Ich sage nochmal ganz kurz die Thematik, um was es geht. Es war mir einfach vor allem am Kurveneingang ein bisschen zu unruhig. Vor allem das Heck, da hat man ein bisschen die Transparenz dafür gefüllt. Das hat gewandert, gepumpt. Ich weiß nicht, wie ich es laienhaft am besten beschreiben soll. Und auch wenn es direkt im Schädel dann drinnen war, das Bike, habe ich ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass ich es immer mit Gas aufziehen muss, damit es wieder am Kurvenausgang richtig positioniert und in eine aufrechte Position kommt. Und ich glaube, dass einer dieser Faktoren halt diese Carbonfelgen sind, die jetzt drauf sind, weil mir ist das vorgekommen mit den Aluminiumfelgen, die standardmäßig dabei waren, war es nicht so ausgeprägt, aber jetzt lasse ich eh gleich die mal zu Wort gekommen, weil du bist ja wie gesagt schon ein bisschen damit gefahren und hast da natürlich auch ein Bild machen können, oder? Ja, natürlich. Also wir haben durch diesen Umbau, der hier stattgefunden hat, durch die leichten Carbonfelgen und auch durch den Superbike-Lenker oder Naked-Bike-Lenker hat man natürlich massiv in die Fahrstabilität des Fahrzeuges eingegriffen. Ja. Was für viele vielleicht als angenehm oder als positiv sich herausstellt, wenn man auf der Straße nochmal fährt, merkt man natürlich, dass die Handlichkeit vom Motorrad gewonnen hat. Allerdings, um präzise fahren zu können und das Motorrad in den Grenzbereich zu bewegen, brauche ich eine gewisse Stabilität. Und das habe ich natürlich durch diesen Umbau aus dem Motorrad herausgenommen. Das habe ich reduziert. Und genau das, was du beschreibst, ist eben eine fehlende Stabilität im Fahrzeug. Das wird einfach unruhig, nervös, gerade wenn du einlenkst, wo du noch zusätzliche Bodenwellen hast, beginnt dann hinten das automatisch zum unruhig werden, weil da vorne der Lenker immer in Bewegungen beginnt, sich zu bewegen. Und dadurch leidet natürlich dann die Präzision vom Fahrzeug. Man gewinnt unheimlich für an Handlichkeit, das ist klar, nur Handlichkeit ist nicht automatisch schneller auf der Rennstrecke. Ja. Da geht es dann eher um andere Sachen und das ist das, was du jetzt schon angefangen hast zum Spüren, ja. Dass eben hier die Stabilität ein bisschen fällt und das reduziert man automatisch die Rückmeldung von einem Fahrwerk und generiert somit eine Unsicherheit. Und ich fahre automatisch dann ein bisschen langsamer in die Kurve rein, weil ich schon unsicher bin, hält das noch oder wird das instabil, fängt das zum Schwingen an. Und genau das gilt es dann fahrwerkstechnisch jetzt wieder ein bisschen zu kompensieren, damit das auch auf der Rennstrecke vernünftig performt. Ja, du hast das eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Das ist auch das, was ich mir gedacht habe. Auf der Landstraße alles super, aber auf der Landstraße ist man ja als seriöser Fahrer weit entfernt von den theoretischen Limits. Nur auf der Rennstrecke schaut es halt dann ganz anders aus und da sind mir eben diese Punkte aufgefallen. Und ja, jetzt weiß ich nicht, du bist ja absoluter Experte in Sachen Fahrwerk. Bekommt man das mit einer reinen Einstellung hin oder muss man da, glaubst du, was umbauen? Wie ist da die Einschätzung von dir? Ja, also man bekommt es über eine Anpassung der Fahrgeometrie grundsätzlich kompensiert, plus einer gewissen Anpassung der Dämpfungen, damit auch die Dämpfung ein bisschen feinfühliger arbeitet und die Bodenunebenheiten etwas mehr aufnimmt. Das gibt dann dem Fahrwerk die Möglichkeit, das zu schlucken und nicht in eine Pendelbewegung umzusetzen. Je knackiger so ein Fahrwerk wird und desto schlechter das anspricht, desto eher werden dann Bodenwellen, besonders in Schräglagen, dann in Pendelbewegungen umgesetzt. Ja. Wenn das Fahrwerk das besser aufnimmt und ruhiger hält, dann bleibt das Fahrzeug auch stabiler. Mhm. Und das gilt hier zu machen. Also es gilt hier zum einen die Geometrie etwas stabiler wieder hinzustellen, ja. Und auch die Dämpfungen so zu justieren, dass das ein bisschen besser absorbiert wird, diese Wellen. Und dann haben wir wieder ein bisschen ein stabileres Fahrverhalten. Das ist genau das, was du jetzt auch brauchst und das Problem, was du beschrieben hast, damit es auch wieder konstanter und stabiler in der Kurve bleibt. Dann, ja. Und wenn man jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail geht, jetzt sagst du, ein stabileres Fahrverhalten, geht man dann mit der Front weiter raus oder mit dem Heck weiter rein mit der Vorspannung? Das wären jetzt so meine laienhaften Herleitungen, wie ich ein bisschen mehr Stabilität und ein bisschen eine defensivere Auslegung von der Geometrie hinbekomme oder was macht man da genau? Grundsätzlich sind beide Varianten möglich. Ich mache das immer dann davon abhängig, wo ich das jetzt dann durchführe.
wie hoch steht mir zum Beispiel das Heck, welchen Schwingenwinkel habe ich bereits, weil durch eine Heckänderung von der Höhe her ändere ich ja nicht nur die Höhe des Hecks, sondern ja auch den Winkel der Schwinge. Mhm. Und ein Schwingenwinkel hat einen massiven Einfluss darüber, wie verhält sich das Fahrzeug, wenn ich ans Gas gehe. Ob einen gewissen Schwingenwinkel beginnt nämlich das Fahrzeug dann beim Beschleunigen nicht mehr hinten einzufedern, sondern sogar auszufedern. Das heißt, einen gewissen Winkel darf ich nicht überschreiten, sonst wird das wieder kontraproduktiv. Und von dem, wo das Fahrzeug jetzt positioniert ist, mache ich das dann davon abhängig, mache ich eher die Änderung hinten, mache ich sie vorne oder in Kombination. Okay, verstehe. Gut, und kann man das jetzt generell für alle Fahrzeuge ummünzen, auf die man so Aftermarket-Carbonfelgen drauf gibt? Weil, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz schwer begeistert von diesen Carbonfelgen. Einerseits schaut es natürlich mächtig aus optisch, das ist ein echter Hingucker, das habe ich ja schon mehrfach erwähnt jetzt auch im Video, ich wurde wirklich schon oft jetzt darauf angesprochen. Aber zum anderen ist es natürlich auch handlingmäßig, performancetechnisch wirklich eine tolle Sache. Du lenkst in die Kurve ein und kannst eigentlich während der Kurvenfahrt auch noch total, wie soll ich sagen, intuitiv auch die Linie korrigieren und es setzt es viel direkter um. Und ich bilde mir auch ein, auch beim Beschleunigen und auch beim Bremsen, man merkt einfach, dass da was anderes ist, dass weniger bewegte Massen da sind. Aber prinzipiell, eben jetzt nochmal zurück zu meiner Frage, muss man da immer was anpassen, wenn ich jetzt in ein Serienfahrzeug Carbonfelgen reinstecke? Nicht zwangsläufig, das hängt davon ab, welchen Einsatzzweck ich verfolge. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich mache einen normalen Straßeneinsatz, wo ich nur auf der Straße gemütlich spazieren fahre, wären diese Probleme, die kleinen Problemchen, die jetzt entstanden sind, wahrscheinlich nicht ins Gewicht fallen. Dann kann ich das auch reinstecken und einfach so fahren und glücklich sein. Möchte ich aber das wirklich in Performance umsetzen, das heißt in Rundenzeit, in Maximierung der Rückmeldung, dann muss ich sehr wohl eingreifen, weil so Fahrzeuge werden ja fahrwerkstechnisch so ausgelegt vom Hersteller, dass das zu den Kreiselkräften, die serienmäßig da drin wirken, angepasst wird. Wenn ich natürlich da jetzt einen Eingriff mache und durch so einen Umbau von so einem auf Carbonräder, mache ich natürlich einen sehr großen Eingriff, mehr als was sich die meisten vorstellen. Also das ist eine gewaltige Reduktion der Kreiselkräfte und somit eine komplette Änderung der Fahrstabilität des Fahrzeuges. Ja. Und dann muss ich oder sollte ich zumindest eine gewisse Adaption dann im Nachgang noch betreiben, damit ich auch in diesen Bereichen dann noch den Vorteil daraus ziehen kann. Weil den Vorteil des besseren Handlings habe ich automatisch nur, indem ich es einbaue. Aber wenn ich über Fahrdynamik und Fahrdynamikoptimierung bei einem Motorrad spreche, geht es mir auch darum, die Rückmeldung zu bekommen. Weil nur die ist eigentlich, oder die gibt mir die Möglichkeit, ein Fahrzeug wirklich dann in den Grenzbereich zu bringen oder sich dort mit einem guten Gefühl aufhalten zu können. Weil nur wenn ich die Rückmeldung habe und merke, was da unter mir passiert, bin ich mit einem relativ entspannten Wesen auf diesem Fahrzeug unterwegs. Ja. Wenn ich das nicht habe, weil ich nicht merke, was da passiert und es zappelig wird und unruhig wird, dann fehlt was. Und dann profitiere ich nur zum Teil von den ganzen Umbauten. Und da hängt es eben davon ab, was stellt sich der Fahrer vor, in welchen Bereichen möchte er das bewegen. Von dem würde ich dann abhängig machen, ob man es anpassen sollte oder nicht. Wobei man bei einer Anpassung immer profitiert, auch wenn ich nur auf der Straße fahre. Auch dort habe ich, also ich gehe mal von mir aus, habe ich gerne eine Rückmeldung und merke, was passiert. Ja, also auch da macht es sich bezahlt. Nur wie gesagt, so wie es das du jetzt verwendet hast, eben auf der Rennstrecke, da ist der Unterschied natürlich dann deutlicher spürbar und da macht es umso mehr bezahlt, wenn man dann im Nachgang eben noch Anpassungen vornimmt. Ja. Wunderbar. Martin, es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu plaudern und deine geballte technische Expertise da mit einfließen zu lassen in unseren Projekten. Wir waren ja, glaube ich, schon mit nahezu allen 1000 Best Tune-Ups bei dir für den letzten Feinschliff in Sachen Performance, Fahrwerk. Und ja, in diesem Sinne übergebe ich dir jetzt das Bike, ich werde das da lassen. Und ich denke mal, dann haben wir das Virus-Tune-Up echt erfolgreich abgeschlossen, haben auch beim Fahrwerk eine solide Lösung, die uns hoffentlich die nächsten 2 Jahre hindurch in der 1000 Best Redaktion Freude bereitet und mit der wir natürlich auch schnell sind. Auf der Rennstrecke dann im Endeffekt. Und Martin, in diesem Sinne vielen, vielen Dank schon mal und frohe Schrauben jetzt. Ne? Dankeschön. Danke.